Servus und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade an der Talstation von der Alpspitzbahn gestartet. Am Landeplatz direkt, da haben wir geparkt. 10 Euro kostet aktuell das 2-Tages-Ticket. Wir haben vor, jetzt durchs Höllental hoch auf die Zugspitze zu gehen. Ganze Tour auf 2 Tage verteilt, 11 Kilometer, insgesamt 2100 Höhenmeter. Und Startrichtung oben, wie ihr bestimmt wisst, ist West an der Zugspitze. Alternativ, wenn der Wind doch ein bisschen aus Süd bzw. Südwest kommen sollte, könnte man noch mit einem kleinen Gegenanstieg auf den Stehfernerkopf ausweichen. Und die Zugspitze, ja, weiß wahrscheinlich jeder, 2962 Meter. Durchs Höllental ist ein leichter Klettersteig auf 2 Etappen aufgeteilt. Maximale Schwierigkeit ist BC und kurzes Stück führt dann über den Höllentalferner drüber. Verhältnisse momentan am Gletscher sehr gut. Der ist größtenteils APA. Steigeisen bzw. Grödel sollte man meistens trotzdem dabei haben. Aber dann soll es eigentlich ganz gut gehen. So, mit dabei heute wieder der Lukas. Sag mal hallo. Hallo. So, und wenn es Lust hat, auf geht's. Kommt's mit. So, wir sind jetzt an der Höllental-Angerhütte angekommen, haben gut gegessen. Knapp 3 Stunden bis da hoch haben wir gebraucht. Morgen haben wir vor, um 6 Uhr aufzustehen, zu frühstücken kurz und dann geht es weiter auf die Zugspitze. Ja, gibt mehrere Aufstiegsrouten auf die Zugspitze hoch. Hier durchs Höllental, über den Gletscher und über die 2 kurzen Klettersteige. Kann man noch über den Stopselzieher-Klettersteig gehen von der österreichischen Seite aus. Durchs Rheintal ist noch eine Möglichkeit. Und natürlich über das Gattal. Genau, letzte Möglichkeit wäre dann noch der Jubiläumsgrat, der ist natürlich technisch deutlich anspruchsvoller. Was mir als letztes noch fehlt, ist jetzt eigentlich nur noch das Rheintal, aber das ist jetzt für mich nicht so wirklich reizvoll.
Wind ist gut angesagt, in der Nacht kühlt es nochmal gut ab. Wetter für morgen sollte passen. Ja, bis morgen in der Früh, würde ich sagen. Das letzte Stück am Gletscher jetzt. Grödel bzw. Steigeisen sind angeschnallt. Bis jetzt wäre es von den Verhältnissen vielleicht sogar ohne gegangen. Aber das passt schon. Kommen ganz gut voran. An der Leiter am ersten Klettersteig hat man ziemlich einen Stau. Und es ist eigentlich auch recht viel unterwegs heute. Wir haben es in den Ferien. Und zwar nicht am Wochenende, aber ist natürlich einiges los. Aber schön ist da, super Bedingungen. Jetzt geht es wie gesagt nur noch über den Gletscher. Klettersteig nochmal. Und dann haben wir es auch schon geschafft.